Hi Leute, ich bin's wieder mit einem Gastkommentator mal wieder vor allem. Stellst du dich selber vor? Zu machen. Ach nee, lass mal. Der liebe KidX100 unterstützt mich heute mal. Hallo. Und wir haben ein bisschen ein bisschen Musik dabei. Was ist jetzt mein Ausgang? Yeah. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Es leckt wie die Hölle bei mir. Obwohl ich ein neues Optifine drauf hab. Nee, hier war's nicht. Da muss es hier gewesen sein. So, jetzt sind noch meine 25. Da war es auch. Das sind meine 25 wieder. Aber ich kann mal ganz kurz was machen. Ocelot. Ganz kurz was machen. Das wäre. Ich komm gleich. So, jetzt sollte es eigentlich auch weniger lecken. Und wenn doch, dann habe ich keine Ahnung, was das ist. Wenn es an der Musik liegt, dann mache ich die aus. Und füge die später hinzu. Ja, das mache ich jetzt mal. Warum leckst du denn jetzt auf einmal so, du doofer PC? Nee. An meinem Skin habe ich eigentlich auch was geändert. Ich sehe jetzt so aus. Und ja, also was werde ich heute bauen? Ich war letztens mal wieder bei meinem Kumpel und Klassenkameraden. Und da haben wir auch was ganz Witziges gebaut. So User-Fallen, aber da wahrscheinlich werde ich die hier nicht brauchen. Da war ein kleiner Leck. Wie ihr seht, Optifine ist drinne. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aufgang, wo bist du? Hier. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. So. Oh Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr in mein Haus rein. Muss mal ganz kurz so tricksen. Hab ich hier noch irgendwo Leitern? Nein, nein. Ich habe noch zwei Fische, damit könnte ich mir den Ocelot fangen. Ist nicht Dschungelholz, hier ist noch Kohle drin. Dieses Holz sollte ich jetzt immer mitnehmen. Dann kann ich mich jetzt eigentlich auch mal auf die Suche nach Eisen begeben. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wuhu! Ich zerlege meine ganze Bude. Das war eigentlich nicht der Sinn des Erfinders hier. Das nehme ich schon mal mit. Da die eh gleich kaputt ist. Da, da. Komm. So. Nein, eine Spitzhacke würde ich gerne machen. Danke. Die packen wir dann unten ins Inventar rein. Holz nehme ich lieber mit. Guck mich nicht so an. Du bist selber schuld, dass ich dich gefangen habe. Ich muss hier warten, bis der Ocelot kommt. Hallo, Fischi. Oh, komm mal hier. Oh, komm mal hier. Nein. Kleines Ocelot Baby sogar noch. Wer bist du denn? So, da hätten wir auch die Katze, glaube ich, gefangen. Da habe ich die jetzt gerade eine Notgeil gemacht.
Oh, jetzt habe ich zwei Fische für eine notgeile Katze verbraucht. So doof. Wenn die mir jetzt hinterherläuft, dann... Nee, die ist eine notgeil geworden. Tja. Ich würde mal sagen, fail. Verdammt! Aua. Okay, buddeln wir uns erstmal hier rein. Vielleicht können wir uns dann noch ein bisschen Steinwerkzeug machen. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn die Musik jetzt einsetzt. Also, raus mit der Musik. Keiner braucht dich. Und wir versuchen jetzt diese 15 Minuten totzuschlagen und ganz alleine, ohne Kommentatoren. Ja, sehr geil. Da ist die Spitzhacke auch schon wieder kaputt. Ich sollte gleich mal wieder zu meinem Haus zurück. Weil ich habe mir ja gedacht, da unten, wo... Teil da ist, da können wir eine Farm errichten. Das werde ich jetzt glaube ich auch noch tun. Aber eben dafür brauchte ich jetzt eben Steinwerkzeuge, weil nur mit... Oh, Entschuldigung. Nur mit Holz dazu arbeiten ist echt ein bisschen lasch und... Boah, komm, leck mich am Arsch. Geht wieder? Hast du dich gefangen? Was habe ich denn die Renderdistanz gestellt? Oh, jetzt läuft's wieder super. Keine Ahnung. Wenn ich die auf Fahr stelle, sollte es eigentlich immer sehr gut funktionieren. Ja, wie schon gesagt, ich werde dann da oben eine Farm errichten. Aber erstmal schlafen, weil es wird schon wieder dunkel. Auf dieser Ebene werde ich das denn hier tun. Kann ich schon mal ein bisschen arbeiten hier. Da ist der Baum im Weg. Das Holz hier. Ist mir jetzt erstmal egal. Ich sollte demnächst mal wieder ein paar Lianen pflücken gehen. Oder mir eine Leiter machen. Ich denke mal, die Leiter ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Verliere ich mein Haus auch nicht so schnell. 9 Leitern, 12 Leitern, 15 Leitern. Ja, das sollte erstmal reichen. Und gute Nacht. Ich könnte noch was tun. Doch. Move FPS muss ich anmachen, Alter. Ja, das ist okay so. Das gefällt mir doch schon viel besser hier mit den Frames. Nee, das geht nicht. Scheiße, warum? Uah, nein! Boah, Mann. So, 5 Leitern haben wir noch. Ja, oh, da. Super. Meine Mutter hat den ganzen Lidl ausgeräumt. Alles gekauft hat, die da hat. Ach du Scheiße. Ja, ich hab's. Er hat es so lange. Ich hab's gehört.
Oh. Komm dann nicht mehr auf mein eigenes Haus rauf. Muss ich jetzt erstmal so vorlieb nehmen. So. Ein paar mehr Leitern noch machen. Holz genug haben wir ja. Bloß meine Maus spackt immer wieder. Das ist doof. Der Rocket Launcher tötet zwei Löwen mit einem Schuss. Oha. Und die sind sogar ein paar Meter von einer entfernt. Eine Leiter brauche ich noch. Eine einzige. Ich frage mich jetzt aber, ob ich da auch so hochgehen kann. Ja, jetzt kann ich so hochgehen, super. Das heißt, die werden wir dann vor kurzem lassen. Taste. Das war das doofe Stadt. Und falls ihr euch fragt, was er spielt Stranded 2. Davon werde ich vielleicht auch mal ein Quick-Projekt machen. So für ein paar Minuten oder so. Hey, den hab ich doch gerade. Werden die mich verarschen? Muss ich gleich nochmal ein bisschen Erde abbauen, dann. Dann haben wir das eigentlich auch schon. Eine Farm ohne Erde ist wie eine Erde ohne Farm. Nee. Eine Farm ohne Erde ist wie eine. Da fällt jetzt kein guter Platz drauf ein. Okay. Ich werde jetzt nicht gucken, wer mich angescannt hat. Ich sollte auch zunächst mal gucken, ob ich mich aufnehme, dass ich dann keine Störung habe. Was soll das denn machen? Ich bin ja auch gerade so fame, ne? Also, das muss ja auch jeder wissen. Was kann ich denn hier noch reinbauen? Holz habe ich 5. Den Werk kann ich nicht mehr. Das heißt, ich werde mir. Nee, Holz habe ich ja nicht. Erstmal da unten einen kleinen Vorteil verschaffen. Indem ich da erstmal so ein Plateau baue. Das sollte dann eigentlich hier so rumgehen. 3 Felder. Ja. So, und dann werde ich da die Erde hinsetzen, wo jetzt dieses Holz ist. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier eben halt eine Mauer hin. Ich werde das jetzt nur so provisorisch machen, weil ich schaffe erstmal das ganze Holz an. Die ganze Erde, Entschuldigung. Hier werde ich dann auch natürlich drauf achten. Die Erde raus. Menge. Das ist der Eingang. 2 Stück. Ja, mach dich nur weiter lustig, du Affe. Pass mal auf, dass du mich auf deiner Insel da stirbst. Darum wird der Speicher, dafür wird jedes bei jedem Schlafen gespeichert. Und ich bin noch nicht gestorben. Spiel auf einfach und da gibt es jetzt keine Möglichkeit, dass ich sterben würde. Löwen. Keine Löwen, willst keine verarschen? Hm? Okay, ich bin mal ganz kurz weg. Will mal gucken, wer mich da die ganze Zeit nerven tut. Und der liebe Dominik ist es.
So. Ich muss hier noch einen Baum fällen. Tja. So ein, ist ja auch so ein kleines Feld hier. Was man dann abholzen könnte. Warum habe ich jetzt gerade My Little Pony im Kopf? Das schwirrt mir jetzt die ganze Zeit in meinem verdammten kleinen Kopf rum. Als der Lennart nämlich mal hier war, hat er das die ganze Zeit geguckt. Was? My Little Pony. Ich schwirrt jetzt die ganze Zeit die Titelmusik im Kopf rum. Nein, ich werde sie nicht singen. Das kannst du vergessen, da habe ich noch einen größeren Ohrwurm. Oh nein. Ich hab Ich hätte es gelacht, wenn da ein kleines Küken draus geschlüpft wäre und das dann ertrunken. So, 64 Stück. So. Hätten wir das dann auch geklärt. Pusher am Bau gibt's hier nicht, es gibt nur Baupusher. Das heißt, zack, 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 hier noch weg, hier noch weg. Muss ich jetzt mal ein bisschen Holzkohle machen, damit ich hier noch Fackeln aufstellen kann, sonst wachsen die Teile nämlich nicht. So, das heißt, Schaufel machen und ab nach unten in der Kacke rumschaufeln. Jetzt wird in... Jetzt wird in der Scheiße rumgestochert. Eine Stienschule. Obwohl, in der Zeit, in der ich jetzt hier unten mit schlechten Witzen versuche, lustig zu sein, kann ich ja auch mal ein bisschen... Und lustig? Patrick, ich kann dich auch aus dem Let's Play rausschmeißen, mal ganz ehrlich. Okay. Sei froh, dass du überhaupt einen Weg findest, noch an Videos zu kommen. Ganz ehrlich mal. Jetzt mal wieder die super interessanteste Sache der Welt. Dreck abbauen. Gibt's ja auch so wie... Aua. Also es ist ja auch wieder eine sehr schöne Sache, dem Kaiser dabei zuzusehen, wie man ein braunes Etwas mit einer Schaufel in der Umstochert da drinne und das dann in die Hand nimmt und... Wenn ich jetzt gerade Scheiße im Kopf hab, dann ist es richtig. Nein, das soll kein letztes... schmutziges Let's Play werden. Nein, ich mache nur so dumme Witze, weil mir einfach grad überhaupt nichts einfällt. Aber auch wirklich nichts. Normalerweise habe ich immer was, aber jetzt fällt mir absolut nichts ein. Füßen, damit ich nicht so viel abhaut und sieht das scheiße aus. Das sind wahrscheinlich auf jeden Fall 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Warum sind das jetzt hier mehr? Egal. Oh,
verkackt. Schaut, dann mache ich hier einen Holzblock hin. Hier einen Holzblock hin. Und hier einen Holzblock hin. Dann kommt da nämlich die Fackeln drauf. Weil meine Bude hat ja nicht so viele. Zweimal Holzkohle, das heißt, ich kann daraus 8 Fackeln machen. Das sollte für unten eigentlich reichen. Nach meiner Ansicht. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7. Und da ist der Dreck auch kleben geblieben. Nein. Da wir die schlechten Witze gleich abgeschlossen haben, würde ich auch mal sagen, ja, nächste Folge geht's dann weiter in diesem verdreckten Loch und dann, ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.